Hallo, da bin ich wieder, zurück mit einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder was richtig Cooles und Neues für euch, was es vorher natürlich auch noch nicht gab. Was heißt natürlich? Es ist auf jeden Fall nichts, was ihr schon kennt und was ich persönlich natürlich auch noch nicht kenne. Es sind nämlich gleich zwei Displays. Einmal das hier, das sind die Cloudies, die großen Cloudies. Ich will mal ganz kurz gucken, wie heißen die denn in klein? Heißt die auch Cloudies? Ah, ich habe es schon gefunden. Die kleinen heißen Cloudies Minis. Hier unten steht Minis dazu. Das Video heute wird gesponsert von Mattel. Deswegen gibt es hier oben in der Ecke wieder ein Hashtag Werbung. Und ich bin super gespannt, was wir hier drin finden werden. Ich weiß nämlich noch nicht genau, was das sein wird. Ich habe nur gelesen, ich brauche irgendwie Wasser. Deswegen habe ich mir hier schon mal eine etwas größere Kanne Wasser geholt. Ich hoffe, das reicht. Wenn nicht, muss ich nochmal laufen. Was ich ganz gut finde, hier bei dem kleinen sieht man es noch nicht, aber bei dem großen Display kann man hier vorne schon wieder was erkennen. Das mag ich immer voll, wenn man vorne schon so ein bisschen sieht, was da drin ist. Und zwar ist es irgendwie eine Sammelfigur, aber es ist wohl nicht nur das, sondern es wird irgendwas auch noch hier drin sein in diesem, in dieser Verpackung hier, in dieser kleinen Wolke. Hier vorne kann man das nämlich sehen. Hier vorne. Nee, man kann es natürlich nicht sehen, wenn es spiegelt. Aber normalerweise kann man es hier vorne sehen, dass man hier Wasser reinschütten muss. Und dann am Ende, ich weiß nicht genau, was hier passiert, aber irgendwas, es wird bestimmt nochmal in der Anleitung stehen, die werde ich mir natürlich wieder durchlesen, was ich da genau machen muss, damit wir letztendlich hier an unser kleines Tier, ist das ein Tier oder ist das ein, ja doch, das sieht ein bisschen aus wie ein Häschen gerade. Was wir auf jeden Fall machen müssen, um dann da dran zu kommen an das Tier. Ich gucke ja immer gerne auch nochmal auf die Seite. Hier auf der Seite sehen wir schon so ein bisschen, was da noch kommen wird. Mal wieder alles mit Regenbogen und so. Auf der Rückseite ist, oh Gott, ist ja gerade fast alles rausgeflogen. Hier auf der Rückseite steht, dass man 14 verschiedene Figuren sammeln kann. Ich meine, das werden wahrscheinlich die hier sein, oder? Könnte hinkommen mit 14 Stück, ne? Ja, das kommt hin. Und es gibt eventuell ja auch wieder seltene und nicht seltene. Ich habe gerade noch mal kurz abgeglichen. Auf der Seite sind, glaube ich, die gleichen, nur ein bisschen in einer anderen Reihenfolge. Ich schalte schon mal runter. Ich habe hier nämlich eben schon mal zwei hingelegt. Einmal die kleine. Das hier ist das kleine. Das kleine Wölkchen. Und das hier ist die große Wolke. Sieht ein bisschen aus wie Mama und Kind oder so. Ich weiß noch nicht genau, mit welchem ich anfangen soll. Soll ich erstmal mit dem Kleinen anfangen? Ach komm, ich fange erstmal mit dem Kleinen an. Und dann gucken wir mal mit den Großen weiter. 7 Überraschungen gibt es in dieser kleinen Wolke drin. Ab 4 Jahren ist es geeignet. Auch hier gibt es 14 zum Sammeln. Und sonst wird mir noch nicht so viel verraten. Hilfe, ich will nichts verkehrt machen. Nein. Ah, das wird bestimmt wieder ein Chaos werden. Ich schütte einfach irgendwo Wasser rein und hoffe dann, dass es nachher dann ganz rauskommt. Nee, lieber nicht, oder? Ich habe gerade schon Probleme, das hier aufzukriegen. Ich glaube, ich reiße es einfach auf. Ha, das war doch einfach. Okay. Ach, das ist so eine kleine Verpackung. Das hier kann man abnehmen. Ach so, ich dachte, da ist noch was drin. Ich dachte, ich muss hier was machen. Ach, wahrscheinlich ist das bei den Kleinen was anderes. Stimmt, da war vorne auch gar nicht abgebildet, dass man irgendwas mit Wasser machen muss. Das ist bestimmt nur bei den Großen so. Ach so. Und das hier, oh, ich glaube, es ist direkt eine kleine Katze. Die guckt aber nicht so begeistert. Ich glaube, die mag keinen Regen. Oh. Was ist das hier? Ist das ein Schnuller? Ein Schnuller mit Haaren dran? Das ist aber unpraktisch. Nee, das passt hier nicht rein. Das hat keinen Mund. Hier oben hat es noch eine kleine Kringellocke. Und es hat sogar kleine Wolken als Augenbrauen. Ach so, deswegen weint sie vielleicht, weil die Augenbrauen Wolken sind. Macht das Sinn? Ich weiß nicht. Ich drehe sie mal um. Jetzt habe ich es auch. Okay. Also das ist offensichtlich der Schwanz, der hier dazu gehört. Ah, wisst ihr was? Ich bin der Meinung, also ich habe ja jetzt bisher nur einen aufgemacht, aber ich könnte mir vorstellen, dass die wahrscheinlich alle sowas haben. Dann kann man wahrscheinlich auch die Farben durchwechseln. Aber das ist natürlich farbtechnisch hier gerade schon passend auch zu dem Kleinen, was ich hier habe. Ich hoffe, sie hat einen Namen. Ich hoffe, wir haben so einen Sammelzettel noch mit dabei. Ja, ihr habt ja beim letzten Mal gesagt, dass es auch gut ist, wenn kein Sammelzettel dabei ist. Weil es natürlich stimmt, weil es dann nicht so eine Papierverschwendung ist. Auf der anderen Seite weiß man aber dann auch nicht so viel, ne, über das kleine Ding, was man hier gefunden hat. Also ich würde mich über beides freuen, sagen wir es mal so. Hä, warte mal kurz. Nein, ich glaube, das muss dazwischen. Kann das eventuell sein? Oh nee, oder? Moment, ich lese mir erstmal vorher durch, was ich machen muss. Ach so, ich glaube, es war doch richtig, oder? Ich verstehe, das ist variabel offensichtlich. Also man kann entweder das hier dran machen und dann kann man die Wolke mitnehmen. Moment, ich teste das mal kurz. Weil ich bin immer so schlecht in solchen Sachen. Was tue ich da? Ich weiß es nicht. So rum war es richtig. Jetzt hätten wir nämlich hier einmal die Wolke als, ich wollte gerade sagen, als Armband. Natürlich nicht als Armband, sondern als Anhänger. Da kann man das hier nämlich wieder dazu machen. Klack. Das ist übrigens eigentlich Plastik. Also es ist super, super leicht. Eventuell kann man sogar auch das Innenteil rausnehmen. Hoppala. Ah, guck mal, man kann das hier auch rausnehmen. Dann hat man das nur durchsichtig, wenn man da gerne reingucken will. Kann man theoretisch auch Schleim machen oder so. Ist ja witzig. Oder man kann auch das Teil hier an den Anhänger machen, habe ich eben auf dem Bild gesehen. Also hier, dann hat man so einen Haaranhänger. Keine Ahnung warum, aber warum nicht? Dann hat man hier so einen Puschel dran. Sieht schon ein bisschen lustig aus. Vielleicht gibt es ja auch verschiedene Frisuren. Kann man das hier nicht auch einfach so zwischenmachen so? Was wäre denn zum Beispiel, wenn ich das hier hinmache und dann stecke ich das einfach durch beide Sachen, durch beide
Scheidelöcher. Geht das nicht vielleicht auch? Nee, ich glaube, das kriege ich hier hinten nicht raus. Oder doch, doch, Moment. Jetzt habe ich gleich alles miteinander verknüpft. Ich weiß nicht, ob das so gehört, aber ich habe es jetzt rausgefunden. Vielleicht ist das auch völlig verkehrt. Aber es geht. Ich meine, es sieht ein bisschen wild aus, ne, was ich hier gerade tue. Aber so hätten wir auch die Figur noch mit dabei am Anhänger. Und dann könnten wir noch hier die Wolke mitnehmen. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Großen hier machen. Ah, Moment, wir müssen natürlich erstmal gucken, wen wir gefunden haben. Nämlich auf jeden Fall blau, ne? Das heißt, wir haben einen, genau, das hier ist die kleine Katze. Blue Sea Kitty heißt sie und sie gehört zum Raindrop Village. Ah, ich verstehe, das sind wieder verschiedene Ortschaften oder sowas in der Art, weil wir haben hier einmal Raindrop Village, dann haben wir Stormyville, das heißt, da ist es sehr stürmisch. Ach so, und da regnet es immer deswegen. Dann haben wir hier Sunnyland, da scheint immer die Sonne. Stairway, ich glaube, es sieht so ein bisschen aus, als ob hier Sterne sind. Dann haben wir Rainbow Point, oh, das ist ja was für mich. Ah, das Einhorn, das möchte ich gerne. Snowflake Hills, da schneit es und Windy Way, da ist es sehr windig. Und auch hier kann man wieder sehen, ob es was Seltenes ist oder was nicht Seltenes. Wir haben natürlich mal wieder angefangen mit etwas nicht Seltenem. Aber das ist gut, weil es ist immer besser, wenn ich später ein bisschen was finde, was richtig selten ist, weil dann weiß ich das irgendwie mehr zu schätzen, habe ich immer das Gefühl. Also das Blaue heißt Common. Warte mal, wie ist denn das übersetzt? Hier steht einfach cool ist blau. Das lila Quadrat wäre total besonders. Das Herz ist heiß. Und der Stern ist total genial, also super heiß. Und das ist natürlich hier wieder die Abstufung, ne? Das ist das nicht so Seltene und das hier ist das Seltenste. Der Stern ist also sehr sehenswert. War so klar, ne? Dass das Einhorn ist mit dem Stern. Ich will das Einhorn, Manu. Aber ich glaube, wir gucken erstmal in das Große rein, bevor ich hier bei den anderen weitermache. So, da brauche ich einmal Willi, um hier das kurz aufzuschneiden. Und jetzt bin ich mal gespannt, in welcher Verbindung die hier miteinander stehen. Weil irgendwie müssen die zusammengehören. Die heißen beide Claudies. Die einen sind ja mies und die anderen sind halt eben die normalen, die großen. Vielleicht ist es auch die große Schwester oder der große Bruder. Ich weiß es nicht. Sieht auf jeden Fall natürlich ein bisschen anders aus. Irgendwo aber dann doch wieder ähnlich. Hä? Hier unten ist noch irgendwas. Das gehört auch noch dazu. Hier ist nämlich Fragezeichen, Fragezeichen. Aha. Okay, das gucken wir gleich mal uns direkt. Au! War so geplant, natürlich. Auch hier gibt es wieder einen Anhänger. Ganz süß mit einer kleinen Wolke. Und das sieht ein bisschen aus wie ein Halsband. Das würde... Oh, mit einer Gewitterwolke. Da regnet es. Oh, vielleicht weist es darauf hin, dass wir das hier bekommen wieder. Dass wir irgendwas aus diesem Village bekommen, aus dem Raindrop Village. Das fände ich jetzt aktuell mal ziemlich cool. Auch wenn es jetzt nichts Seltenes ist, weil dann hätten wir ja theoretisch ein passendes Pärchen. Okay, das ist... Was ist das denn? Das ist auf jeden Fall interessant, wenn man hier so passende Pärchen finden kann. Moment, irgendwie fühlt sich das so an, als ob das irgendwie so flusch. Ach so, vielleicht ist das auch wieder dieses Haarteil. Das kann auch sein. Ich gucke erstmal kurz hier rein, weil hier ist bestimmt wieder eine Anleitung drin, bevor ich irgendwas zerstöre. Ach so, stopp. Oh mein Gott, hoffentlich habe ich nichts kaputt gemacht. Okay, Moment. Erstmal hier drauf lesen. Ah, das war schon mal richtig. Also das hier darf ich abnehmen. Und hier steht ganz fett, stopp, das kann ich sogar hier erkennen. Das heißt, da darf ich dann nicht weiter aufmachen. Da muss ich Wasser drauf schütten oder wie? Dann wieder zumachen und dann 60 Sekunden schütteln. Und dann sehe ich irgendwas. Aha. Aber erstmal darf ich es aufmachen. Das sieht ja noch ordentlich normal aus. Hier, dick und fett, stopp. Ich will mal kurz schütteln. Was ist das? Ah, ich glaube, da ist auf jeden Fall das Tier drin. Das sieht aus wie ein Stöpsel. Kann das sein? Das ist auf jeden Fall auch wieder eine kleine Wolke, aber die schläft irgendwie ganz freundlich. Und wir können theoretisch ja schon mal... Nein, das machen wir gleich erst. Wie viel muss denn da rein? Komm, wir machen das einfach so ein bisschen nach Gefühl, oder? Ich habe Angst. Hier steht bis zum Rand mit Wasser füllen. Hier sind so viele Ränder. Was ist denn jetzt der richtige Rand? Okay, Moment. Was? Okay, ich mache jetzt einfach mal. Bei mir kann es ja schief gehen, bei euch geht es dann nicht mehr schief. Wenn ich es verkehrt mache, dann ist es ja auch egal. Oha, oha. Ist das schon der Rand? Ja, ich glaube, das reicht. Bitte mach, dass es reicht. Bevor ich das vergesse, zuerst muss, glaube ich, die hier rein, oder? Muss die erst später rein? Ich weiß nicht. Kann man das hier... Ach, das kann man theoretisch auch abmachen. Dann hat man danach noch so eine schöne... Moment, ich mach das mal ab. Ich will mal gucken, wie es dann darunter aussieht. Ah, man kriegt es sogar ganz einfach ab. Und das sieht ja viel besser aus. Ja, das ist auf jeden Fall schöner so. Dann mache ich das erst drauf und dann stecke ich jetzt das Ding hier rein, weil wir sehen schon, hier vorne ist so eine Spitze und das kann man hier durchstechen. So, jetzt habe ich auf jeden Fall hier ein Loch reingemacht. Das heißt, das Wasser sickert durch. Und jetzt muss ich schütteln. Hoffentlich geht es hier nicht oben wieder raus. Ich glaube, man muss hier schon ein bisschen draufhalten, weil ich habe das Gefühl, das schließt nicht so. Aber es geht. Da habe ich schon Schlimmeres erlebt mit dem Schleim, ehrlich gesagt. Ich entschuldige mich übrigens gleichzeitig nochmal kurz für meine Unterlage, die ziemlich schlimm aussieht, wegen meinen letzten Schleimunfällen. Aber im Grunde ist es ja nicht so wild, weil jetzt kommt ja auch wieder ein bisschen Schleim drauf. Wahrscheinlich. Ich meine, das wird wahrscheinlich Schleim sein. 60 Sekunden schütteln. In der Zwischenzeit grüße ich schon mal wieder jemanden, nämlich die Tessa. Die hat einen Kommentar geschrieben. Es tut mir leid, ich bin ein böses Mädchen. Ich habe den Daumen blau geprügelt. Vielen Dank, Tessa, fürs Daumenblau prügeln. Sollte man normalerweise natürlich nicht machen, es sei denn, es ist ein Daumen unter einem Video. Also vielen Dank und liebe Grüße. Und Pegasus Erlinger hat mich gefragt, welche Rasse meine Katze ist. Ich habe ja zwei Katzen und meine beiden Katzen sind Heilige Birma-Katzen. Also die Rasse heißt Heilige Birma. So viel Quatsch, wie die manchmal machen, kommt mir das ehrlich gesagt aber nicht sehr heilig vor. Okay, ich glaube, es reicht. Na dann, soll ich den Stöpsel ziehen? Ja, ziehe ich einfach mal. Ja, der Stöpsel ist nass. Welche Überraschung.
Überraschung. Und dann öffne ich mal die Wolke. Oh Gott, was ist das denn? Das sieht ja aus wie Schnee. Ich glaube, ihr seht es noch nicht, ne? Ja. Wo ist meine Anleitung? Also man darf wohl jetzt einfach das hier aufmachen. Was ist das? Oh, okay. Das hier kann man wahrscheinlich abmachen. Dann hat man nämlich danach wieder diese... Oh mein Gott, alles ist voller Schnee. Ich nenne es jetzt mal kurz Schnee. Ist natürlich kein Schnee, aber das sieht aus wie Schnee. Dann hat man auf jeden Fall nachher wieder so eine schicke Schale. Die kann man natürlich auch noch andere Sachen reintun, außer jetzt den kleinen Tierchen hier. Sondern, ich meine, im Grunde könnte man hier auch wieder Schmuck oder Schminke oder Spielzeug oder irgendwas reintun zum Aufbewahren. Die sieht ja auch ganz süß aus hier, die Box. Was ist das? Das ist... Oh, das sieht echt aus wie Schnee. Ich glaube, das könnte sich ganz gut auch zum Basteln eignen. Was? Ich habe gerade überhaupt nicht drauf geachtet, was wir hier für eine Figur rausziehen, weil ich so fasziniert war davon. Wisst ihr, was ich gerade feststelle? Die sieht voll ähnlich aus wie das andere, was wir da haben. Aber ich glaube, nee, ich glaube, das ist keine Katze, oder? Die hat nämlich Schneeflocken hier links und rechts. Vielleicht ist das ja auch sonst gar nicht so. Vielleicht ist das ja nur jetzt gerade so, weil wir hier irgendwas mit Schneeflocken gefunden haben. Komm erstmal raus. So, wie heißt du denn? Sie hat so voll die Wasserturmfrisur. Ah, man kann den Kopf drehen. Könnte man das bei dem? Ach nee, der hat ja gar keinen Kopf zum Drehen. Aber die beiden passen trotzdem gut zusammen, obwohl sie, glaube ich, nicht zusammen gehören. Und man kann sogar die Arme bewegen, oder? Ja, guck mal, die kann sogar winken. Ach, wie süß. Und sie ist so voll perlmuttfarben. Sie ist gar nicht komplett weiß. Sieht aus, als hätte sie so ein Kleidchen an, ne? So ein rosa. Oder als ob sie in so einer Wolke drin steckt. So voll fluffig aus. Unten Wolke und oben halt so ein Wasserhaar. Dann hat sie auch wieder so Wolkenaugenbrauen und irgendwie Schneeflocken. Als Lidschatten oder als Wimpern. Ah, mir fällt gerade auf, die haben hier unten so ein Nupsi. Das hatte das andere auch. Das habe ich nämlich eben schon gesehen. Und ich glaube, das habe ich nämlich hier gesehen gerade, dass man das entweder hier raufstellen kann. Entweder so. Oder vielleicht auch hier rein. Theoretisch würde es auch hier hinpassen. Ach so, Moment mal. Ich hole nochmal das hier kurz wieder raus, ohne sein Schwänzchen. Und guck mal, ob man, wenn man nämlich hier welche gefunden hat, die zusammenpassen, kann man die ja theoretisch zusammenstellen. Dann hätte man nämlich hier so ein Pärchen. Na gut, okay, die werden nicht zusammenpassen leider. Aber vielleicht finden wir noch was. Das sieht ein bisschen aus wie eine Maus. Oder ist das eine Maus? Oder ich weiß nicht genau. Ich weiß nicht. Vielleicht finden wir das jetzt noch raus. Eine Maus. Wir finden es raus. Aber vorher braucht sie natürlich noch ihren komischen Schwanz hier. Ihre interessante Haarfrisur am Ende des Pos. Ach, ist das schon wieder kaputt gemacht? Oh Mann, oh. Ach, so geht's auch. Ach, was? Zweifarbig. Huch, was kommt da denn noch? Oh, da ist ja noch mehr. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ah, ja. Das ist ein Becher. Der Becher ist falsch rum. Der Becher gehört so rum. Oh, lecker. Das ist Marshmallow irgendwas. Marshmallow-Kakao. Der ist ja mal richtig cool. Der hat sogar ein Gesicht hier drauf. Auch wieder mit kleinen Wolken. Das ist ja mal richtig cool. Dann haben wir noch das hier drin gehabt. Das ist wieder so ein Teil, was man hinten in den Po reinschieben kann. Also wieder ein Schwanz zum Austauschen. Oh, der ging richtig gut rein. Viel besser als bei dem kleinen hier eben. Ah, passt natürlich auch voll gut hier. Und auch den kann man theoretisch wieder hier reinstecken. Hier ist nämlich auch wieder so ein Loch. Und dann kann man das hier wieder mitnehmen. Man kann die Wolke wieder mitnehmen, glaube ich. Wo ist denn hier? Kann man denn, oh, da kam gerade das Unterteil mit. Hoppala. Wo konnte man denn das befestigen? Ich habe das so gerade hier... Ah, natürlich. Hier oben. Hier kann man das dran machen. Oh Mann, ich stelle mir gerade schon wieder so doof an. Ah, jetzt habe ich es. Okay. Vielleicht brauche ich es nur einmal sagen, dann geht es. Das ist jetzt zum Mitnehmen theoretisch hier möglich. Und dann kann man halt hier oben wieder das kleine Puschelding reinstecken. Oder aber man kann es natürlich auch durchwechseln mit irgendeinem anderen Tier, was man findet. Oder halt eben so. Aber was ich nämlich gerade noch gesehen habe, es ist noch was rausgefallen. Das hier. Das heißt, sie hat sogar einen Schal. Oh. Und die kann man auch wieder durchtauschen mit den ganzen anderen Figuren, die man hier noch finden kann. Och, der ist voll süß, der Schal. Und dann ist sie hier draußen und kann hier irgendwie so einen Kaffee, und kann hier so einen Becher Kakao trinken mit Marshmallows drin. Lecker. Und das hier ist auch noch mit rausgefallen. Und da habe ich nämlich eben auch schon geguckt. Das stand hier direkt schon in der Anleitung, dass man das hier wieder draufkleben kann. Dann ist nämlich die Verpackung wieder geschützt. Und dann kann man die halt auch wieder ganz normal verschließen. Warum? Warum passiert das immer? Oh Mann. Ha, so. Jetzt habe ich es. Weiter Versuch. War gut. Jetzt ist es auf jeden Fall hier geschlossen, dass hier keine Luft mehr drankommen kann. Und ich frage mich, ob man das hier, muss ja noch ein bisschen drum rumwühlen, ne? Ob man das hier eventuell einfach hier drin lassen kann, weil es ist ein bisschen schade zum Wegwerfen, ne? Oh, hier fühlt es sich noch ein bisschen matschig an. Vielleicht habe ich wieder zu kurz geschüttelt. Wie das wohl aussieht, wenn man das nicht macht. Hätte ja mal Lust, das zu testen. Aber eigentlich ist es irgendwie auch ein bisschen schade, weil dann ist es wahrscheinlich nicht für die Katz gewesen. Was ist denn das da unten? Hä? Das sieht so aus, als ob das hier irgendwie aktiviert wird. Sieht aus wie so ein Metallstück irgendwie. Aha, das ist ja spannend. Aber sonst ist hier auf jeden Fall nichts drin. Ich wollte nochmal drin rumwühlen, nicht, dass ich hier nachher irgendwas übersehe. Und theoretisch könnte man sie jetzt hier auch wieder so reinsetzen. Hoppala. Und dann kann sie hier so in dem Schnee ein bisschen baden. Aber erstmal muss ich kurz rausfinden, wer das ist. Toll, jetzt sind meine Finger voll. Na super. Ich habe ja schon gedacht, sie kommt hier aus Snowflake Hills, ne? Weil sie hat ja diese Schneeflocken an den Augen gehabt. Und sie heißt Poised Polarbär. Sie ist also ein Eisbär. Das habe ich ja überhaupt nicht vermutet. Stimmt, das kommt natürlich hin. Und sie hat ein Herz. Oh,
Sie ist die vorletzte Stufe, also sie ist hot. Nice. Das ist ja schon mal cool. Auf jeden Fall haben wir zwei verschiedene, die nicht zusammenpassen. Aber vielleicht finden wir noch was. Ich werde natürlich noch ein bisschen weiter auspacken, weil ich würde sehr gerne irgendwie ein paar Pärchen finden. Ich lasse das hier einfach mal liegen, weil ich glaube nicht, dass das besser wird jetzt, während ich das weiter auspacke. Ich mache einfach nochmal mit einer großen weiter. Vielleicht haben wir ja Glück und finden eine von diesen Regenbogen, wie heißen die nochmal? Raindrop Village Figuren. Und ich beantworte nochmal eine Frage von der Yvonne. Die hat nämlich mit dem Hashtag FragTanzi geschrieben, magst du Katzen oder Hunde? Erstmal ganz liebe Grüße natürlich an dich, Yvonne. Ich mag beides. Ich mag generell sehr gerne Tiere. Egal welche. Ich mag ja auch Ratten, Katzen. Rattenkatzen? Ratten, Mäuse, Hamster. Oh, Moment, da habe ich was übersehen. Das hier ist fast abhanden gekommen gerade. Aber da ich ja selber Katzen habe, bin ich natürlich irgendwo schon so ein Katzenmensch mittlerweile. Die Zeichen hier drauf sind übrigens immer gleich. Ist mir jetzt gerade mal aufgefallen. Aber die Farbe ist natürlich anders. Eben hatten wir ja rosa. Und dann kann ich theoretisch ja auch das schon mal aufmachen. Ja, ich finde halt, Tiere gehören irgendwie immer zum Leben von Menschen dazu. Bei mir jedenfalls ist das so. Eine andere Farbe. Sieht fast aus wie das andere hier. Guck mal hier von dem Kleinen. Das ist von der Farbe her sehr ähnlich. Vielleicht haben wir ja tatsächlich jetzt schon Glück. Nee. Ich habe was gesehen. Ich habe was gesehen, was überhaupt nicht darauf hindeutet, sondern eher auf Sunnyville. Heißt das Sunnyville? Sunnyland. Fast. Weil das benutzt man bestimmt nicht im Winter und auch bestimmt nicht im Regen. Weil es ist halt irgendwie so ein Schwimmreif, mit dem sie da in der Sonne im Sommer schön schwimmen gehen kann. Huch, ein Schuh? Nee, das wohl nicht. Wir haben noch kein einbeiniges Tierchen. Da ist der zweite Schuh. Hier ist wieder die Wolke. Tue ich mal kurz zur Seite. Jetzt haben wir schon so einen kleinen Hinweis auf jeden Fall bekommen. Immer schön dran halten. Erstmal einmal abmachen. Ich bin so gespannt, ob das jetzt die gleiche Farbe sein wird oder ob das eine andere Farbe ist. Das brauche ich nicht mehr. Da bin ich jetzt schon Profi. Da weiß ich, wie das funktioniert. Das ist auch wieder die gleiche Farbe. Und ich meine, so wie es eben war, hat es ja eigentlich ganz gut funktioniert. Deswegen mache ich das mal ordentlich voll. Aber schon so, dass ich es noch irgendwie schütteln kann. Dann grüße ich einmal die Hanna Sophie. Die hat auch einen ganz lieben Kommentar geschrieben. Also auch an dich, liebe Grüße. Und an die Pia. Beziehungsweise eigentlich an alle Pias. Ich habe nämlich gerade einen Kommentar gelesen. Einmal auf YouTube. Da hat auch eine Pia geschrieben. Also auch an dich, liebe Grüße. Und auf Instagram hat mir eine Mama geschrieben, dass ihre Tochter Pia doch mal gegrüßt werden möchte. Und deswegen natürlich auch an dich, liebe Grüße. Und an alle, die Pia heißen. Könnt ihr gerne mal sagen, irgendwie, ob ihr da Lust habt, dass ich einfach mal wieder so ein paar Namen grüße. Habe ich ja schon längere Zeit nicht gemacht. Und das hat euch früher ja auch ganz gut gefallen. Ich will es nicht wieder so übertreiben mit den Namen, aber da erwische ich dann halt meistens mehr, als wenn ich jetzt nur eine Hashtag-Fragtanzi-Frage beantworte. Und ich habe ja, oh Gott, ich habe gerade aus Versehen losgelassen. Und ich habe ja schon so viele Fragen beantwortet, dass sich mittlerweile die Fragen halt immer wieder doppeln. Und deswegen wird es irgendwann dann natürlich auch ein bisschen langweilig. Ich flog gerade schon ein bisschen Schnee raus. Wahrscheinlich hat die Wolke ein bisschen geschneit. Na, dann gucken wir mal, ob ich recht hatte, ob wir jetzt wirklich eine aus Sunnyland bekommen. Ich meine, im Endeffekt ist es auch nicht schlecht, wenn wir wirklich von jedem Land mal eins bekommen. Und gleiche Farbe, glaube ich. Ach ja, genau, hier geht sie auf. Ach so, um mal zu sehen, was es so für Unterschiede gibt. Ah, hä? Nee, das wäre ja gelb, oder? Wenn das aus Sunnyland wäre, das ist gar nicht gelb. Hä? Was ist denn das? Nee, das ist gar nicht weiß. Oh, das ist sogar hellblau. Oh, es gibt also doch verschiedene Farben. Cool. Ach, ich dachte, das sei auch weiß, aber nee. Sah nur gerade so von oben irgendwie so weiß aus. Oh, da ist tatsächlich blau mit drin. Ach, die ist irgendwie voll unglücklich. Warum ist sie denn so unglücklich? Vielleicht ist sie auch melancholisch. So eine Denkerin oder so. Und sie hat wieder so coole Wasserhaare. Oh, nee, warte mal. Das ist jetzt aber wirklich die Schwester von ihr. Oder? Oh, ich glaube, das ist sie. Ja, das würde doch auch passen hier von dem Schwanz hier. Das ist doch genau die Farbe, wo ich eben schon gesagt habe, das passt zusammen. Hä, aber warum hat die ein... Okay, Moment. Nein, ich glaub's ja nicht. Wir haben ihre Schwester. Lucy Kitty. Nee, ich glaub's ja gar nicht. Wie cool ist das denn bitte? Wir haben tatsächlich ein Pärchen gefunden. Ich habe drei Figuren geöffnet und habe ein Pärchen gefunden. Hä? Was habe ich denn bitte für ein Glück? Ich weiß zwar nicht genau, warum sie hier so eine Ente irgendwie da hat, weil eigentlich ist sie ja so voll im Regen. Aber die beiden sind tatsächlich die Geschwister. Das ist ja mal richtig cool. Die beiden gehören zusammen. So, guck mal, jetzt kann ich die hier draufsetzen. Hier, das ist die Kleine und das ist die Große. Oh, die Haare sehen einfach so cool aus. Die sind richtig schön. Und hier hat sie auch wieder so Regentropfen. Das habe ich bei ihr gar nicht gemerkt, dass das Regentropfen sind. Das habe ich erst jetzt festgestellt, wo ich das bei der anderen gesehen habe, dass das Schneeflocken sind. Wahrscheinlich ist das immer so passend zu den Ländern, wo sie herkommen oder zu welchem Land sie halt dazugehören. Oh, ist das cool. Wir haben direkt ein Pärchen. Die sind übrigens voll schwer, die Figuren. Also jetzt gerade die Großen. Die Kleine ist natürlich ein bisschen leichter, weil sie halt generell kleiner ist. Das ist voll cool. Oh, Moment mal, sie hatte... Ah, ich habe doch vergessen, sie anzuziehen. Ah, gibt es hier links und rechts? Ich weiß nicht, da steht nichts. Nee, da steht auf jeden Fall nicht links und rechts. Vielleicht passt das für beide Füße. Aber wenn sie erstmal die Schuhe anhat, dann kann man sie natürlich nicht mehr auf diesen Nupsi da drauf stellen. Aber ich meine, sie steht wahrscheinlich auch so. Ja, sie steht auch so, das ist gut. Und das hier ist auch so ein bisschen gummimäßig. Das heißt, man kann das hier so auseinander machen. Und da hat sie den kleinen Schwimmreif hier um. Gott, ist die goldig. Oh, die sind voll süß. Aha, jetzt passt sie nämlich auch mit den Schuhen hier viel besser rein. Ich habe mich vorhin schon gewundert, warum die so viel Platz da unten hat. Aber so klappt das hier besser. Die andere
hatte ja keine Schuhe, ne? Die hatte ja nur einen Becher Kakao. Meine Mission ist tatsächlich schon completed. Ich mache natürlich trotzdem noch weiter, weil ich natürlich Lust habe, irgendwie noch mal ein paar mehr zu finden. Mal generell zu gucken, was es da noch so für welche gibt. Und vielleicht finden wir auch für diese kleine Schneemaus hier noch was. Das ist ja keine Schneemaus, das ist ja ein Polarbär gewesen. Vielleicht finden wir da ja auch noch die kleine zu. Vielleicht gucke ich einfach mal noch in eine kleine rein. Hier muss ich ja dann auch nichts schütteln. Hier kann ich ja eigentlich im Grunde direkt schnell so aufreißen. Und hier kann sie ja theoretisch, glaube ich, auch drin stehen, ne? Ach so, das kommt ja immer schon direkt raus. Ich bin immer so, ah. Hier ist nämlich auch so Nupsi. Das heißt, man kann sie hier auch raufstellen. Aber da passt dann natürlich die große Schwester eigentlich nicht dazu. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, hier ist gerade schon was rausgeflogen. Oh, könnte das von diesem Sterndings vielleicht was sein? Nee, das sieht aus wie so ein, oh, wie so eine donnernde Wolke und ganz viele Blitze. Ho? Was ist das denn für ein Land? Habe ich das vorhin nicht gesehen, was das für ein Land ist? Ist das hier eigentlich genauso wie das andere? Okay, so von der Form her sieht das immer gleich aus, aber die Farbe kann halt variieren. Die Farben sind nicht immer gleich. Ich stecke das jetzt mal hier rein. Irgendwie finde ich das witzig, wenn man das hier als Anhänger hat. Stellt euch mal vor, ihr habt so einen Anhänger. Irgendwie witzig. Und ich finde, dass das wieder aussieht wie eine Katze. Aber es ist ja auf jeden Fall so, dass es nicht zu der anderen dazugehört, weil die ist gelb und sie hat halt eben diese Blitze. Jetzt nehme ich mir mal das Kleine hier. Ach, guck mal. Rockin' Tiger. Das ist der Kleine hier. Stimmt, natürlich. Das ist ein Tiger. Sieht ja katzenähnlich aus. Das ist ein Quadrat. Ein Quadrat ist, ja, okay, das zweitseltenste. Also, nee, das zweit nicht seltenste, sondern das zweitnormalste. Heißt aber trotzdem total besonders. Weil die sind natürlich alle besonders. Cool. Tiger. Ich mag ja Tiger, ne? Ja. Tiger, Panther und so, das ist ja voll mein Ding. Gut, dann setzen wir den mal hier rauf. Und vielleicht finden wir ja zu dem dann sonst noch was Großes. Ich glaube nicht, dass ich komplett alle natürlich voll bekommen werde, aber ich arbeite dran. Testen wir nochmal einen großen. Vielleicht gibt es auch wieder hier einen anderen Schnee oder sowas. Ich habe ja bisher noch keine super seltenen gehabt, ne? Ich hätte gern das Unicorn, also gerne das Einhorn oder das Lama. Oh nein, ich habe irgendwo einen Kommentar gelesen gehabt. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr. Ich finde den, glaube ich, nicht mehr wieder. Liebe Grüße an dich. Wenn ich jetzt das beantworte, dann weißt du wahrscheinlich, dass du gemeint bist. Du hattest auf jeden Fall gefragt, was ich lieber mag, Einhörner oder Lamas. Und ich finde das so schwer, weil die Lamas, die sind echt schon nah rangekommen an die Einhörner mittlerweile, ne? So vor einer Zeit, da gab es halt immer nur Einhörner und irgendwann kamen mit einmal so diese Lamas dazu. Die waren immer so süß oder Alpakas. Und es sind schon auch irgendwie coole Tiere. Vor allem gibt es die halt wirklich, ne? So Einhörner, das ist ja immer so noch mehr fantasievoll und mehr so ein bisschen magisch. Und Lamas sind halt so, die gibt es halt wirklich. Ist halt beides irgendwo cool. Aber ohne Spaß, wenn es so ein Einhorn geben würde, würde ich auch gerne mal irgendwie ein Einhorn anfassen. Weiß ich nicht, ob ich mir das trauen würde, aber Lamas sind es auch schon ziemlich cool. Ich weiß es nicht. Ich würde beide nehmen. Also, kein Problem. Ihr könnt beide gerne rauskommen. Ihr seid beide sehr willkommen. Hier gibt es noch mal ein paar Accessoires. Ich finde die Accessoires auch ziemlich gut bei diesen Claudies hier. Die sind vor allem schön stabil. Das mag ich. Das sind nicht so eine komischen Plastikdinger, sondern die sind richtig so gummimäßig. Seht ihr das? Wir haben wir haben was Passendes, glaube ich. Ich wollte gerade noch sagen, wir haben einen Rocker, aber irgendwie... aber von der Farbe her ist das nicht ähnlich wie das andere, was wir da hatten. Vielleicht aber aus der gleichen Stadt. Ich meine nur wegen der Blitze, weil bei dem anderen ja auch Blitze drauf waren. Sogar die Gitarre hier ist aus Blitzen. Wir haben einen Musiker, wie cool. Ein Rocker. Moment mal. Stand bei dem Tiger nicht Rocker, Rockin' Tiger? Bleibt schon wieder ein, der passt. Oh mein Gott. Ich meine, ich habe manchmal schon ganz schön Glück, gerade bei solchen Sachen, ne? Muss ich ja schon sagen. Also was kann man ja nicht planen. Das kann man ja nicht planen, dass man hier irgendwie immer die Passenden findet. In solchen Blind Bags. Das ist ja total heftig. Was ich auch ganz gut finde, dass man das hier ziemlich einfach abkriegt. Okay, jetzt sage ich es gerade noch. Jetzt sieht das hier nicht so schön aus. Bei den anderen sah es immer richtig gut aus. Aber ich glaube, sogar die hier kann man ganz gut abmachen. Und man kann natürlich auch die Dose noch danach benutzen. Ich weiß allerdings nicht, also ich wüsste sonst nicht, wohin mit dem Puder... Was ist denn das eigentlich? Ist das Schleim oder ist das... Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Wolkenschleim, Zeug, Schnee, Fake Schnee. Wie nennt man das? Ich weiß es nicht. Und... Jetzt muss ich erstmal wieder eine Minute schütteln und darauf hoffen, dass ich wieder keine Klumpen habe. Ich glaube, ich werde besser. Ich versuche ein bisschen unterzuhebeln. Vielleicht funktioniert das. Vielleicht sieht es aber auch einfach nur bescheuert aus, was ich tue. Das war nicht gut. Ehrlich gesagt verwundert, dass hier nichts oben rauskommt. Ich meine, ich drücke auch ziemlich doll drauf, aber ich hätte gedacht, dass da auf jeden Fall irgendwie mal irgendwann was rausfliegt. Ja gut, hier sind so ein paar kleine Flecken, aber eigentlich überraschenderweise funktioniert das ganz gut. Okay, also ich brauche morgen nicht mehr zum Sport. Ganz davon abgesehen gehe ich momentan sowieso nicht zum Sport, aber egal. Jetzt habe ich wenigstens gutes Gewissen, dass ich einen Arm trainiert habe. Und nächste Farbe ist wieder anders. Ist das grau? Es könnte eine Gewitterwolke sein. Man muss übrigens am besten immer hier den Finger einfach ins Loch reinstecken und ziehen. Dann hat man das automatisch direkt raus. Nein, oh mein Gott, ich glaube, ich habe einen passenden. Was? Das gibt's ja gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das seht schon hier in der Kamera, aber ich habe hier schon was entdeckt. Das kann doch nicht wahr sein. Wie kann das sein, dass ich schon wieder einen passenden habe?
Ich bin, okay, so doof, wie ich mich immer anstelle, dass ich dann immer noch mal so viel Glück habe zwischenzeitlich. Das ist schon bemerkenswert. Oh mein Gott, ist das cool. Oh, ich glaube, hier ist irgendwie was reingeflutscht. Guck mal, die ist ja auch voller Schnee oder was das sein soll. Voller Gewitter. Das sieht aus, als hätte sie einen Pupshaufen auf dem Kopf. Ich hoffe nicht für sie, weil sonst wird es ein bisschen stinken. Nee, riecht nicht. Riecht nur nach Plastik. Wie süß ist das bitte? Wir haben echt die große gekriegt. Ich habe es ja schon gedacht, als ich die Gitarre da gesehen habe und dachte mir nur so, das könnte tatsächlich wieder sowas sein, dass sie halt rockt. Und das wäre ja Rockin' Tiger. Und nein, ihr Loch hier hinten ist total zu. Ja, okay, da stecke ich vielleicht das Ding dann nicht direkt rein. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, dass das nicht die gleiche Farbe ist. Aber, oh, der Kater besucht mich. Das ist ja ein Ding. Hallo, Miro. Miro. Hallo. Na? Was machst du denn hier? Bitte was? Ja, du bist doch so selten im Video. Normalerweise kommt immer deine Schwester, ne? Ja, besuchst du mich heute mal? Ich darf dich eigentlich nicht streicheln, weil ich habe irgendwie so ganz viel... Guck mal, es sieht nicht gut aus. Vielleicht kann ich dich mit dem Ellenbogen streicheln. Ja, nein, er hat sich auf die Post gelegt. Egal. Die Farbe ist natürlich auch mal wieder was anderes, ne? Das ist eher so ein grau-dunkelblau. Auch schön. Und es fühlt sich halt echt... Ich kann es gar nicht beschreiben. Es ist irgendwas zwischen Schleim und irgendwie auch nicht Schleim, weil es ist ja nicht schleimig. Es krümelt halt irgendwie voll, aber es fühlt sich gut an. Sehr interessant. So ein bisschen wie halt Fake-Schnee. Aber die Finger sind schon ganz schön dreckig jetzt. Dadurch, dass ich hier so viel Zeug angefasst habe. Dich muss ich natürlich auf jeden Fall noch anziehen. Mit deiner coolen Rockerjacke. Wie süß das einfach ist. Hier, Rockin' Tiger. Gehört genau zu dem anderen auch dazu. Ist halt auch Quadrat. Und die Gitarre, die kann man hier oben umlegen. Die kann man umlegen. Hier, so kann man die umbinden, dann kann man das hinten wieder zumachen. Soddele. Sie hat sogar hier an den Beinchen, hat sie kleine Blitze. Ja, sie ist ja aus Stormy Will, ne? Da ist alles sehr stürmisch. Dann setze ich sie jetzt hier noch in ihre Wolke als Pärchen. Einmal hier der Kleine und die Große daneben. Voll cool. Mann, ist das... Oh, ich freue mich halt voll irgendwie. Ich freue mich so, dass ich so viele habe, die zusammenpassen. Richtig, richtig cool. So, für was fehlt mir denn jetzt noch was hier? Für die Große, ne? Für die... War das die mit den Schneeflocken? Oh, was meint ihr? Habe ich so Glück, dass ich jetzt nochmal eine hier mit Schneeflocken kriege? Vielleicht ein Einhorn? Einhorn wäre auch cool. Ich muss es mir einfach immer nur dolle wünschen. Nein, hat nicht geklappt. Oh, ist das der gleiche? Oh no, jetzt habe ich einen doppelt. Oh nö. Okay, das ist natürlich auch doof, ja. Sowas kann natürlich auch mal passieren. Aber das ist natürlich blöd. Immerhin, na gut, jetzt hat sie halt zwei Geschwister, ne? Die Große hat jetzt zwei kleine. Ja, okay, gut. Dann hat sie zwei kleine Geschwister, ist auch okay. Die hat Zwillinge. Aber was meint ihr? Wir könnten ja theoretisch nochmal reingucken. Vielleicht finden wir ja hier noch was. Ich habe irgendwie jetzt gerade so die Lust, dass ich irgendwie noch was finde, was noch dazugehört. Oder halt ein Einhorn. Oh mein Gott, da kam schon was raus. Ich glaube, es war eine andere Farbe, oder? Ich habe irgendwas Lilanes gesehen. Oh, aber Lila könnte Tarette. Ich bin schon ganz aufgeregt. Lila könnte theoretisch passen, ne? Weil die andere hatte einen lila Schweif. Und es... Was ist das? Das ist doch was ganz anderes, oder? Was ist das denn? Hä? Was ist das denn bitte? Ich glaube, das ist eine Fledermaus. Oh, nein, das ist so eine... Hier mit Sternen. Die ist aus diesem Mystery Way. Oh. Ach so, die gehört andersrum. Nein, wie süß. Ach, deswegen hat die hier oben auch ein Loch drin, weil man die so auf den Kopf herstellt. Oh, wie goldig. Hier, sie ist quadratisch und heißt Loopy Bat. Loopy, weil sie auf dem Kopf steht. Und das hier ist das kleine Popöchen, der kleine Schweif, den man hier reinstecken kann. Soll ich das machen? Ja, komm. Ich stecke das hier immer die ganze Zeit falsch rum rein. Das muss so rum. Hier ist unten. Ach, ich bin auch so doof. Habe ich gar nicht richtig drauf geachtet gerade eben. So, ach guck mal, es macht sogar Klack. Oh, Leute, müsst ihr mir doch sagen, Mensch. Und jetzt können wir nämlich das hier auf die Wolke so rumsetzen. Und dann gehört die so. Ist sie nicht goldig? Oh, hallo, kleines Wolkending. Jetzt habe ich zwei, die nicht zusammenpassen. Jetzt muss ich da eigentlich noch weiter aufmachen, ne? Mann. Na gut, okay, komm, ich mach noch eine große auf. Vielleicht auch noch eine große und eine kleine. Weil jetzt könnte ich ja theoretisch vielleicht wenigstens eine aus dem gleichen Land finden. Also aus dem Sturmland. Na, der Henkel, der sagt immer noch nicht so viel aus. Das könnte ja immer noch alles sein. Oder sagt ihr doch was aus? Weil was hatte ich denn gerade eben? Das wäre ja schön. Das würde ja passen. Ich gucke erstmal hier rein. Vielleicht bekomme ich hier ein paar Tipps. Farbe. Oh, es könnte tatsächlich wieder passen. Aber es ist relativ dunkel. So ein ganz dunkles Lila. Das andere war ein Tickchen heller. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob das so dann noch die gleiche Farbe ist. Aber das andere Türkis, das war auch ein bisschen dunkler von dem Großen. Was sagt uns denn das hier? Ne.
Wir haben wieder Hinweise. Und wisst ihr, was für Hinweise? Guck mal, was hier vorne drauf ist. Da sind Wolkenschuhe mit Sternen drauf. Aha. Habt ihr aufgepasst eben? Es war von Stairway. Das heißt, es könnte tatsächlich dazugehören. Es könnte dazugehören. Es ist eine Schlafmaske. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe schon wieder einen. Aber, okay, wir bleiben ganz ruhig. Wir bleiben ganz ruhig, weil wir wissen ja noch nicht, ob es der richtige ist, also der komplett richtige, oder ob es vielleicht einfach nur einer aus der gleichen Stadt ist. Es könnte also beides sein. Aber beides ist so im Grunde eigentlich ganz gut. Was hat der wohl für eine Farbe? Würde ja eigentlich so ein bisschen lila dazu passen. So, wieder schön voll machen. Jetzt habe ich es zu schnell abgerissen. Das darf man nicht. Naja, komm, war nicht so schlimm. Wieder zumachen. Das hier macht immer Spaß, das reinstechen. Zack. Und wieder 60 Sekunden schütteln. Jetzt fliegt es oben raus. Ich habe es eben noch gesagt, dass das so klappt. Nein, es geht gerade voll schief. Was tue ich da? Habe ich nicht richtig zugemacht? Oh, diese 60 Sekunden sind echt zu lang, wenn man wissen will, was da drin ist. Ob ich jetzt den passenden habe, der dazugehört. Mann. So, ein bisschen unterheben hier. Während ich hier so schüttel, kann ich ja nochmal die Anna-Marie grüßen. Liebe Grüße an dich. Sie hat auch wieder eine Hashtag-Zanzi-Frage gestellt. Nämlich, können wir deine Nummer haben? Nein, es tut mir leid. So gerne ich jedem von euch meine Nummer geben würde, ich glaube, das würde sehr ausarten. Und ihr solltet auch nicht eure Nummer jedem geben. Schon gar nicht, wenn ihr den nur übers Internet kennt. Aber ihr könnt euch mal vorstellen, wie viel los wäre an meinem Tag, wenn ich jedem von euch meine Nummer geben würde. So bei 10 Leuten geht das vielleicht noch. Aber bei 100.000 Leuten wird es irgendwann kritisch. Vor allem, wenn der dann auch noch die Nummer weitergibt. Ich kann ja gar nicht so viel schreiben. Am Tag habe ich gar nicht so viele Minuten Zeit zum Schreiben. Und ich bin eh schon so schlecht da drin. So, ich glaube, es reicht. Oh mein Gott, das war spannend. Ich bin gerade selber so gespannt. Wow. Man sieht hier unten immer schon was. Das ist richtig cool. Durchsichtig. Sieht voll mega aus. Sieht aus wie Crushed Ice. Nee, ist gar nicht durchsichtig. Hä? Und? Hä? Das gibt's doch gar nicht. Haben die das absichtlich gemacht? Das kann doch gar nicht sein, oder? Wieso habe ich denn... Jetzt habe ich schon wieder einen, der dazu passt zu dem anderen. Wie krass. Ich habe einfach mal, ich habe so wenig, also was heißt so wenig, so viele habe ich ja jetzt nicht aufgemacht, dass ich irgendwie von 14 automatisch 14 habe, die zueinander passen. Aber ich habe tatsächlich hier das dritte Pärchen gefunden. Das dritte Pärchen. Und ich habe insgesamt eigentlich nur zwei sozusagen, die kein Pärchen haben. Naja, im Grunde habe ich sogar nur eins, was kein Pärchen hat. Weil das andere, das gehört ja auch noch zu der großen Schwester. Das habe ich ja nur doppelt. Aber ich erkenne es natürlich, es ist auf jeden Fall eine Fledermaus. Ja, ich habe mich gerade voll gespritzt. Das gehört einfach mal zu dem anderen dazu. Ich bin total begeistert, das gibt's ja gar nicht. So, okay, wir ziehen dich erstmal an. Nee, Moment. Bevor wir dich anziehen, erstmal das Gesicht angucken, weil gleich ist nämlich das Gesicht weg. Ich mag die Haare, die sind richtig cool. Die Haare sind überall bei jedem von denen hier, von den Großen gerade, finde ich die mega cool. Aber sie hat irgendwie keine Arme. Ach, sie hat Flügel statt Armen. Ach so, okay. Na gut, sie ist ja eine Fledermaus, ne? Oh, und sie hat unten drunter Herzen. Haben die alle Herzen gehabt? Stimmt, die haben auch... Entschuldigung. Jetzt ist sie schon allein, lasse ich sie auch noch fallen, die Arme. Die haben tatsächlich alle Herzen unten drunter gehabt. Hier nochmal kurz hinten gucken. Habe ich da noch irgendwas übersehen? Nö. Aber so setzen wir ihr mal die Brille auf. Gute Nacht. Und hier die Hauspuschen. Ich finde die so süß, weil die halt kleine Wölkchen sind mit Sternen drauf. Das ist ihr Outfit. Aber ich finde es schade. Ich hätte es besser gefunden, wenn sie auch noch Arme gehabt hätte. Arme plus Flügel. Weil so kann man nicht so cool, finde ich, mit ihr spielen. Nein, doch, geht natürlich schon. Aber trotzdem hätte ich es cool gefunden, wenn sie Arme gehabt hätte. Oder halt wenigstens hier so an den Dingern unten noch kleine Fingerchen dran. Ach nee, das geht ja gar nicht. Warte. So, den stecke ich auf jeden Fall nochmal hinten rein, weil ich den bei dem anderen ja auch drin hatte. Und wenn ich die jetzt hier zusammen hinstelle, sieht das besser aus, glaube ich, wenn sie beide ein Schwänzchen drin haben. Der kommt dann hier auf den Kopf. Und das ist dann der große dazu. So cool. Wenn wir hier nochmal vergleichen, welche habe ich jetzt? Genau, ich habe die da oben. Loopy Bat und auch Quadrat. Mega, mega nice. Komm, ich mache noch einen kleinen, weil ich habe halt wirklich die Hoffnung, dass ich für den ersten auch noch einen finde, weil ich ja so viel Glück habe. Hier ist übrigens beides drin, ne? Hier ist irgendwie blau und ein bisschen lila. Also eine sehr, sehr schöne Farbe. Passt halt auch voll gut zu der Farbe, was wir hier eben hatten, ne? Zu den beiden hier. Ich habe ja gesagt, ich wünsche mir lila. Würde auf jeden Fall gut passen und es hat gepasst. Bitte einmal Daumen drücken. Drückt mir die Daumen, dass jetzt für den anderen, was genau suchen wir nochmal hier für die Schneeflocke? Den Polarbär. Der Polarbär soll nicht alleine bleiben. Der soll auch jetzt irgendwie einen kleinen haben, der zu ihm passt. Und wenn wir jetzt einen finden, der nicht zu ihm passt, dann kriegt er den trotzdem, damit er nicht alleine ist. Und... Was? Das war doch jetzt, das war nicht so gedacht. Ich habe nie damit gerechnet, dass ich den wirklich finde. Hä? Das sieht schon so gefaked aus. Das tut mir mega leid. Ich wusste das ja nicht. Das kann doch gar nicht wahr sein. Wieso passt das? Wieso passt das schon wieder? Wie viel Glück kann man bitte haben? Wie kann das sein? Wie kann das sein? Hä? Das ist doch der Polarbär. Oder bin ich jetzt doof? Das ist der, hundertprozentig. Der hat hier Schneeflocken. Rosane Wolken oben drauf und hier auch auf dem Bauch hat er auch Schneeflocken. Hä? Das gibt's doch gar nicht. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass ich den wirklich bekomme. Wirklich nicht. Ich gucke hier nochmal eben drauf. Das müsste... Wo ist denn der? Hier unten Snowflake Hills. Und das ist der hier. Poised Polar. Ne, ich hab schon. Ach ja, stimmt, das war ein Herz. Das andere war ja auch ein Herz. Oder? Ja, der andere war auch ein Herz. Poised Polarbär, das ist der kleine hier. Ach, unfassbar. Es ist einfach unfassbar. Das war ein Spaß. Ich dachte nie im Leben, ich hätte gedacht, dann hätte der halt auch einfach noch einen anderen gehabt, der dazugehört. Nee, guck mal, wie süß ist das denn? Die passen halt auch einfach mal zusammen. Das ist voll schön.
Oh. Ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz. Guck mal hier. Es sind noch 4 drin, die ich nicht geöffnet habe. Und hier sind bestimmt noch 6 oder so. 2, 4, 7 sogar noch drin. Ich weiß nicht, ob das immer genau so drin ist, dass die halt immer zueinander passen. Ob die vielleicht ähnlich liegen, dass sie halt von oben nach unten sozusagen immer so sortiert sind. Dass man die direkt immer findet, die Pärchen. Aber das war für mich gerade total überraschend, dass ich halt immer wirklich welche gefunden habe, die zusammenpassen. Also ich habe die hier nochmal eben aufgebaut. Guckt die euch nochmal an. Ihr könnt ja gerne nochmal sagen, welche ihr irgendwie am süßesten findet. Ich finde es ein bisschen schade, dass die so traurig aussehen. Aber die Haare sehen super cool aus. Hier ist auch überall noch Glitzer drin, ne? Bei denen hier und bei der auch. Hier ist, glaube ich, kein Glitzer. Die ist ein bisschen zu cool für Glitzer. Und ich bin noch am Überlegen, wobei eigentlich muss ich gar nicht groß überlegen, welche ich am süßesten finde. Ah doch, eigentlich muss ich schon überlegen. Ich finde entweder die beiden hier, die finde ich super, super cool. Sie liebe ich total, weil ich einfach Tiger so gerne mag. Aber die ist halt auch voll goldig. Und auch so diese Haare mag ich mega. Hier finde ich es wieder ein bisschen schade, dass sie halt die Augen zu hat. Aber es ist natürlich cool, dass sie Flügel hat. Naja, und die haben halt einfach mal Zwillinge. Ja, ihr könnt ja gerne sagen, welche ihr am besten findet und was ihr generell irgendwie von den Claudies haltet. War ein sehr interessantes Video für mich. Also mir hat es Spaß gemacht, hier mal wieder ein bisschen reinzugreifen, meine Finger dreckig zu machen und mir mal wieder neue Figuren anzugucken. Ist auf jeden Fall eine spaßige Sache, fand ich. Und ich bin immer noch ganz hin und weg, dass ich so viele Pärchen gefunden habe. Ja, also falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Ich weiß schon wieder, in den nächsten Wochen gibt es auch wieder richtig viele coole Sachen. Ich habe schon wieder so viele tolle Sachen da. Ich hoffe, da freut ihr euch drauf. Ich auf jeden Fall sehr. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao. When there's no more light, they